auf die Notwendigkeit partizipativer Vorgehensweisen bei der Auswahl und Einführung neuer Technologien wurde bereits hingewiesen. Zu Recht kann man aber hinterfragen, ob dies bereits ausreicht, um Veränderungsfähigkeit auf Organisationsebene sicherzustellen. Aus dem Bereich des Change Managements wissen wir, dass zwei Aspekte für die organisationale Veränderungsfähigkeit von Relevanz sind. Dies ist einerseits die Gestaltung geeigneter Organisationsstrukturen, um Veränderungsfähigkeit positiv zu beeinflussen. Und andererseits braucht es Lernprozesse auf organisationaler Ebene, um die Veränderungsfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Schauen wir uns den letzten Punkt zuerst an. Die Fähigkeit einer Organisation zu lernen und eine geteilte Wissensbasis aufzubauen. Besonders wichtig ist es dabei, von bisherigen Erfahrungen oder den Erkenntnissen anderer zu lernen, beziehungsweise in der Organisation bereits vorhandenes Wissen neu zu verknüpfen und damit zu innovativen Problemlösungen zu gelangen. Das Konzept des organisationalen Lernens sollte dabei nicht als Sonderfall, beispielsweise im Sinne der Nutzung von Erkenntnissen einzelner Veränderungsprojekte, aufgefasst, sondern eher als kontinuierlich ablaufender Normalfall verstanden und entsprechend in den Strukturen verankert werden. Organisationales Lernen ist auch mehr als die Summe individueller Lernprozesse in einer Organisation. Es ist mit intensiven, hierarchisch und bereichsübergreifenden Kommunikationsprozessen verbunden, die schließlich dazu führen sollen, dass Ergebnisse individuellen Lernens organisationsweit genutzt werden und damit das Verhalten der Gesamtorganisation beeinflusst wird. Damit kommen wir zum Punkt der Gestaltung geeigneter Strukturen in der Organisation, um Veränderungsfähigkeit zu gewährleisten. Der klassische Change-Management-Prozess besteht aus einer Reihe von Prozessschritten, um notwendige Maßnahmen zu bündeln und durch deren spezifische Abfolge sicherzustellen, dass die Maßnahmen professionell vorbereitet und durchgeführt werden und der Akzeptanz durch die Mitarbeitenden hohe Beachtung geschenkt wird. Im Folgenden orientieren wir uns am bereits 1992 von Kotter entwickelten 8-Phasen-Modell. Phase 1 dient der Sensibilisierung für die Dringlichkeit einer Veränderung. Hier geht es darum, alle Betroffenen beispielsweise durch ein Wachrütteln zu vermitteln, wie dringend notwendig eine Veränderung ist, selbst wenn es der Organisation aktuell noch sehr gut gehen sollte. Die Dringlichkeit des Wandels sollte an tatsächlich bestehenden Risiken, Missständen, aber auch Chancen sichtbar gemacht werden. In Phase 2 wird dann ein Steuerkreis gebildet. Der Steuerkreis oder auch Lenkungsausschuss plant und realisiert alle wichtigen Aktivitäten innerhalb des Veränderungsprozesses. Seine Mitglieder setzen sich aus VertreterInnen, der Organisationsleitung und der Arbeitnehmendenvertretung, Führungskräften der Abteilungen, die in besonderem Maße von der geplanten Veränderung betroffen sind, sowie VertreterInnen weiterer Schlüsselbereiche der Organisation, die Fachkompetenzen für den Veränderungsprozess einbringen müssen, zusammen. Zusätzlich braucht es eine oder einen Change Agent oder auch Facilitator, Prozessverantwortlichen oder Prozessbegleiter, Begleiterin oder Koordinatorin, der oder die als Vermittlerin zwischen Steuerungskreis und Projektgruppe wirkt. Er bzw. sie ist daher in die Planung der Aktivitäten des Steuerungskreises eingebunden, organisiert, koordiniert und betreut die Einzelaktivitäten der Veränderung. Und es braucht ein oder mehrere Projektgruppen, die für die operative Umsetzung der Veränderungen zuständig sind. Sie sind das entscheidende Gremium für die partizipative Ausgestaltung des Veränderungsprozesses. Die Leitung einer Projektgruppe ist dabei zugleich Change Agent. Die Formulierung einer Vision in Phase 3 ist bei der Entscheidung für tiefgreifende Veränderungen eine besonders wichtige Aufgabe. Die Veränderungsvision liefert die Antwort auf die Frage, wo wollen wir hin, warum ist das unser Ziel und wie soll dieses Ziel erreicht werden? Sie basiert auf einer gemeinsamen Sicht des Ist- und des Soll-Zustandes der Organisation und beschreibt deren erwünschte Zukunft. Sie sollte vorstellbar, wünschenswert, fassbar, fokussiert, flexibel und kommunizierbar sein.
Die Kommunikation der Vision in Phase 4 innerhalb eines Veränderungsprozesses ist von besonderer Bedeutung und sollte daher als explizites Teilprojekt der Veränderung geplant werden. Dies schafft zunächst einen Überblick über die notwendigen Maßnahmen und trägt dazu bei, dass keine Zielgruppe vergessen wird. Eingesetzte Kommunikationsinstrumente sollten jedoch nicht nur ein Weg, sondern mehr Wege Kommunikation ermöglichen, um explizit auch die Diskussion mit den Organisationsmitgliedern anzuregen. In Phase 5 erfolgt insbesondere die breite Einbindung der Mitarbeitenden in die Umsetzung des Veränderungsprozesses. Je nach Veränderungsziel und Rahmenbedingungen können Mitarbeitende innerhalb sehr unterschiedlicher Beteiligungsformen einbezogen werden, beispielsweise in Großgruppenkonferenzen im Rahmen eines beteiligungsorientierten Projektmanagements oder im Kontext von Befragungen. In Phase 6 geht es darum, Erfolge, die in Pilotprojekten erreicht wurden, plakativ zu demonstrieren und auch zu feiern. Eine organisationsweite Information über Erfolge im Veränderungsprozess stärkt das Vertrauen aller Betroffenen in den Wandel und sorgt gleichzeitig für eine Anerkennung der Leistung derjenigen, die sich im Pilotprojekt engagiert haben. Es muss sichtbar werden, dass sich Anstrengungen und der zusätzliche Ressourcenaufwand lohnen und etwas bewirken. Erreichtes zu stabilisieren ist Ziel von Phase 7 und bedeutet, die Veränderungen in den unterschiedlichsten Organisationsbereichen strukturell zu verankern. Dazu gehört beispielsweise die B- und Entlohnungssysteme oder die Anforderungen bei der Einstellung neuer Mitarbeitenden an die Veränderungen anzupassen. Ebenso wichtig ist es, den Wandel nicht als abschließend gemeistert anzusehen, sondern einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung zu etablieren. Das bedeutet beispielsweise, Bewertungs- und Feedbacksysteme einzuführen, die regelmäßige Informationen zu Veränderungsbedarfen bereitstellen und diese Systeme in den Managementprozess zu integrieren. In Phase 8 findet schließlich ein Wandel der Organisationskultur statt. Um einen Kulturwandel zu initiieren, werden in einem ersten Schritt die Ist-Kultur sowie die Soll-Kultur erarbeitet. Dazu können unterschiedliche Verfahren und Instrumente genutzt werden, wie zum Beispiel standardisierte Fragebögen, Interviews, Diskussionen in moderierten Workshops, Beobachtungen und so weiter. Anschließend gilt es, aufgrund der Diskrepanzen zwischen Ist- und Soll-Kultur geeignete Maßnahmen zur Veränderung der Kultur abzuleiten. Ein derart linearer Verlauf dieses vorgestellten 8-Phasen-Modells ist allerdings in der unternehmerischen Realität selten bis unmöglich umsetzbar. Daher dient ein solches Phasenmodell eher als Heuristik, die zur Komplexitätsreduktion und zur Orientierung auf wichtige Maßnahmen dient. Gelingt jedoch eine gute Umsetzung dieser Strukturen und ein Verstetigen der dazugehörigen Abläufe und Prozesse, so kann dies auch dazu beitragen, die personenbezogene Veränderungsbereitschaft, also das individuelle Wollen, ebenso positiv zu beeinflussen wie die organisationsbezogene Veränderungsbereitschaft, also eine gelebte Kultur kontinuierlicher Veränderung. Kim leitet eine soziale Organisation und will gezielt in die Weiterbildung aller Mitarbeitenden investieren. Also bucht Kim kurzerhand eine externe Schulung und schickt mehrere Mitarbeitende auf diese mehrtägige Veranstaltung. Doch dann entwickeln sich die Dinge nicht so, wie erhofft. Eine Mitarbeitende hat kurzerhand eine Krankmeldung eingereicht und nahm an der Weiterbildung nicht teil. Eine zweite Mitarbeitende kommt mit dem Gruppensetting, auf dem die Schulung aufbaut, nicht gut klar. In einem Gruppenkontext kann sie nicht so gut lernen. Sie lernt viel besser durch den Austausch mit KollegInnen. Ein dritter Mitarbeitender vergisst die umfangreichen Inhalte der Schulung schnell wieder, wenn er zurück im Arbeitsalltag ist und bräuchte daher eher eine regelmäßige Auffrischung mit kleineren Informationshappen. Kim ist unzufrieden, dass sich die teure Schulung kaum für die Organisation ausgezahlt hat. Verschiedene Phänomene sind hier zu beobachten, so beispielsweise das Phänomen der Widerstände bzw. des Abwehrverhaltens gegen Veränderungen, beispielsweise durch eine, in diesem Fall vorgeschobene Krankmeldung, wie im vorhergehenden Beispiel. Wichtig ist dabei, dass Widerstände nicht per se als irrational oder illegitim einzuordnen sind,
sondern eher als Indikatoren für mögliche Fehlentwicklungen im Veränderungsprozess dienen können. Um Widerstände wirklich zu lösen, ist es daher nicht ausreichend, lediglich gegen die Symptome anzukämpfen. Vielmehr ist nach den Ursachen des Widerstands zu fragen und, falls möglich, sind die Rahmenbedingungen der Veränderung entsprechend anzupassen. Veränderungen können allgemein zur Bedrohung der Befriedigung von physiologischen Bedürfnissen, beispielsweise durch vermehrten Stress, von Sicherheitsbedürfnissen, beispielsweise durch den Verlust des Arbeitsplatzes, von sozialen Bedürfnissen, beispielsweise durch das Aufteilen von Teams, dem Bedürfnis nach Achtung, beispielsweise durch Prestigeverlust oder Selbstverwirklichungsmotiven, beispielsweise durch Beschneidung von Arbeitsinhalten, durch Rationalisierung führen. Um das auf Ungewissheit bzw. Unwissenheit beruhende Gefühl einer Bedrohung durch die Veränderung zu vermindern, sind drei verschiedene Informationsinhalte für die Betroffenen von besonderer Bedeutung. Warum soll etwas verändert werden? Was wird geändert? Und was sind die Auswirkungen der Veränderung? Neben dieser Kommunikation sollte jedoch der Faktor Mensch, insbesondere durch Partizipation und Einbezug, adressiert werden. Die Mitarbeiterin im Beispiel, die mit dem Gruppensetting der Weiterbildung nicht gut zurechtkam, ist ein Beispiel für die Notwendigkeit zur Berücksichtigung des Faktors Organisation. Mitarbeitende haben unterschiedlichste Bedarfe, Erwartungen und Wünsche. Angebote, die dem Prinzip des One-Size-Fits-All folgen, werden daher selten alle Mitarbeitenden erreichen. Besser wäre es dabei beispielsweise, verschiedene Modalitäten von Qualifizierung, Training und Support anzubieten und sich bei der Auswahl dieser Modalitäten an den tatsächlichen Bedarfen der Teilnehmenden zu orientieren. Und schließlich spielt auch der Faktor Technik eine Rolle in diesem Beispiel. Der Mitarbeiter, der die umfangreichen Inhalte der Weiterbildung kaum aufnehmen und in der Praxis verwenden kann, könnte beispielsweise von einem E-Learning-Angebot profitieren, das sich seinen Lernbedürfnissen insofern anpassen kann, dass es die Inhalte in leichte, verdauliche Informationshappen aufteilen und wann immer er Zeit dafür hat, niederschwellig anbieten kann. Nicht nur gelingt damit eine bessere Integration des Lernens in den Arbeitsalltag, sondern gegebenenfalls häufiger erforderliche Wiederholungen sind technisch problemlos umsetzbar. Dies zeigt einmal mehr, dass Verbesserungsprojekte immer alle drei Felder, Mensch, Technik und Organisation, beleuchten und bearbeiten sollten. Eine Fokussierung auf einzelne dieser drei Aspekte unter Ausblendung anderer führt voraussichtlich nicht oder nur teilweise zum erwünschten Ziel. An dieser Stelle soll auf den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation hingewiesen werden. Bei der Digitalisierung werden digitale Technologien in aktuelle Prozesse und im bestehenden Geschäftsmodell implementiert. Dies kann beispielsweise von einer Einführung einer Klientenverwaltungssoftware, die die bisherige Papierakte ablöst, bis hin zur Vernetzung von Betreuungs- und Begleitprozessen und darin involvierter Stakeholder reichen. Bei der digitalen Transformation werden dagegen Geschäftsmodelle, Geschäftsorganisationen und Geschäftsideen teilweise radikal neu gedacht und mit Hilfe digitaler Technologien umgesetzt. Kern der digitalen Transformation ist, dass Produkte oder Dienstleistungen nun auf andere Art und Weise als bislang monetarisiert werden können. Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass sie mit mehr oder weniger komplexen Veränderungsprozessen einhergehen. Während jedoch bei der Digitalisierung noch relativ greifbare Zielbilder wie beispielsweise die zuvor genannten Veränderungsvisionen vorliegen, sind diese bei der digitalen Transformation mit viel größerer Unsicherheit behaftet. Nichtsdestotrotz erfordern beide Strategien professionelle Vorgehensweisen in der Umsetzung der Veränderung in einer Organisation. Die bereits vorgestellte lineare Abfolge der Phasen eines Veränderungsprozesses ist natürlich nur idealisiert. Phasen überlappen sich gegebenenfalls oder stellen sich als herausfordernd und in der Umsetzung langwierig und zäh dar. Außerdem werden Fehler bzw. Fehlschläge passieren. Hier ist es wichtig, wie die Organisation mit diesen umgeht, wie also die sogenannte Fehlerkultur aussieht. Mitarbeitende sollten beispielsweise für das Eingeständnis von Fehlern nicht, auch nicht sozial bestraft werden.
Vielmehr ist eine positive Grundhaltung erforderlich, die diese Fehler analysiert und auswertet und als Chance zum gemeinschaftlichen Lernen versteht. Je größer die angegangenen Veränderungsprojekte sind, desto wichtiger wird es, Teilerfolge zu kommunizieren, um die Motivation der Beteiligten aufrechtzuerhalten. Allerdings stellen sich Erfolge in größeren Veränderungsprojekten in der Regel nicht automatisch und vor allem nicht schnell ein. Daher ist es von Bedeutung, zu Beginn des Veränderungsprozesses bereits Teilprojekte zu identifizieren, in denen Schnellziele erreicht und kommuniziert werden können, um damit möglichst kurzfristig und regelmäßig auf Erfolge hinweisen zu können. Zu guter Letzt gilt es hervorzuheben, dass es zwar einzelne zeitlich befristete Veränderungsprojekte geben kann, das Gesamtunterfangen Veränderung bzw. Change jedoch eher von einer kontinuierlichen Natur ist, also streng genommen nie zu einem Ende kommt. In Zeiten großer Veränderungen und schneller Umbrüche ist es erforderlich, dass Organisationen regelmäßig prüfen, ob und inwieweit ihre Vorgehensweisen, Prozesse und Ergebnisse noch den internen wie auch den externen Anforderungen genügen oder ob Anpassungen und Weiterentwicklungen notwendig sind. Dies nicht nur als Reaktion auf bereits geänderte Anforderungen zu tun, sondern sogar proaktiv im Sinne einer strategischen Vorschau zeichnet dabei zukunftsfähige Organisationen aus.